Ich kann dir die genaue Zahl natürlich nicht sagen, aber schätzungsweise 95% aller Polizeianwärter schöpfen nicht ihr volles finanzielles Potenzial aus, weil sie entweder gar nicht wissen wie, nicht genügend Zeit haben oder schlichtweg einfach den falschen Berater haben, der ihnen aus irgendwelchen Gründen auch immer diese Punkte nicht ordentlich erklärt hat. Aber für all diese drei Probleme gibt es eine ganz einfache Lösung, denn wir haben eine Finanzcheckliste für Polizeianwärter gemacht, wo du all diese Punkte transparent hast und auch wenn dein Berater nicht so gut ist oder du nicht weißt wie, kannst du dir diese ganzen Punkte für den Polizeistaat einfach an dieser Checkliste entlanghangeln. Die ist kostenlos, findest du unter diesem Link, kannst du dir runterladen. Ich werde dir aber im Folgenden mal drei wichtige Punkte aus dieser Checkliste zeigen. Deswegen Spoiler-Alarm, das eine oder andere wird dir dann bekannt vorkommen. Aber wenn du die vollständigen Infos möchtest, sicher dir auf jeden Fall jetzt oder nach dem Video die kostenlose Checkliste. Finanzkorb, eine Marke der Finanzwache. Wir sichern Polizisten. Ein ganz wichtiges Thema für dich als Polizeianwärter ist das Thema Pflegepflicht, denn hier musst du eine abschließen und du musst sogar eine Strafe zahlen, wenn du es nicht machst. Und hier haben insbesondere Polizeianwärter viele Fragezeichen, weil man mit dem Thema bisher nicht in Berührung kam. Meistens war man gesetzlich krankenversichert und hier ist eine Sache wichtig zu wissen. Es ist nicht nur das Thema Pflegepflicht, was du vergleichen musst, sondern auch gleichzeitig das Thema Anwartschaft. Das ist sozusagen die private Krankenversicherung, die du später mal abschließen musst. Dazu habe ich übrigens auch mal ein Video gemacht, kann ich dir sehr empfehlen. Da geht es mehr um das Thema Anwartschaft. Für dich aber vereinfacht gesagt als Anwärter ist es wichtig zu wissen, dass du nicht nur die Pflegepflicht abschließt, sondern gleichzeitig auch die kleine Anwartschaft, die große macht in den wenigsten Fällen Sinn. Und ganz extrem wichtig, achte zu Beginn direkt darauf, dass es eine überdurchschnittliche Leistung im Marktvergleich ist. Denn du wirst hier zu Beginn sehr eingeschränkte Produktauswahl gezeigt bekommen, weil eben auch die meisten Vermittler bei der Polizei, zum Beispiel über Gewerkschaften, dir immer nur eine Versicherung zeigen. Es ist aber hier wichtig, dass es wirklich eine ist, die überdurchschnittlich ist. Denn wenn es wirklich blöd läuft, musst du dein Leben lang mit dieser schlechten Anwartschaft klarkommen. Und das kann im Alter ziemlich teuer werden. Deswegen Thema Pflegepflicht, wichtig zu wissen, mach auch noch gleich eine kleine Anwartschaft mit. Beim Thema Dienstunfähigkeit hast du als Polizist grundsätzlich einen guten Basisschutz. Der ist zwar nicht komplett ausreichend, aber insbesondere als Beamter auf Widerruf, wo du ja am Anfang deiner Polizeikarriere bist, da hast du gar keinen Schutz. Das heißt, wenn dir irgendwas im Dienst passiert, als Beispiel nehmen wir mal einen krassen Fall, du landest irgendwie im Rollstuhl, weil du einen krassen Dienstunfall hattest, vielleicht auch nur als Beifahrer oder weil dir jemand reingefahren ist, das weiß man ja nie, dann wirst du einfach in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Was ich jetzt erstmal toll anhört und in Deutschland sind wir ja nie auf der Straße, die Rentenversicherung wird schon zahlen, das ist nicht viel. Du wirst nur für die Zeit, wo du Beamter warst, wird Geld in die Rentenversicherung eingezahlt und das ist insbesondere zu Beginn deiner Karriere, wenn du noch jung bist, praktisch gesehen nichts. Das heißt, du musst nämlich dann mit Existenzminimum klarkommen, da reden wir von um die 900 bis 1000 Euro, also das ist wirklich, wirklich nicht viel. Da hast du also extreme Probleme, wenn du dienstunfähig wirst, während du Beamter auf Widerruf und Probe bist und auch insbesondere wenn du die vollen Versorgungsansprüche hast, sprich Beamter auf Lebzeit und mindestens 5 Jahre dabei warst, auch dann hast du nicht ausreichend Dienstunfähigkeitsabsicherung von Seiten des Dienstherrn. Hierbei ist vor allem extrem wichtig, dass du als Anwärter auf die Qualität der Absicherung achtest, denn bei der Dienstunfähigkeit, da kann es auch mal sein, dass die, wenn du jetzt 40 Jahre lang die beziehst, dass die Versicherung in Zukunft vielleicht nicht mehr so viel zahlt oder nicht mehr so gut zahlt. Deswegen unbedingt beim Thema Dienstunfähigkeit auf die Qualität achten. Und zwei wichtige Vorteile, wenn du das Ganze schon als Polizeianwärter machst, weil es gibt einige Anwärter, die machen das auch nicht, weil sie sich das Geld sparen wollen. Ich kann dir nur sagen, mach das nicht, mach es auf jeden Fall am Anfang, denn du sparst dir ein Leben lang Geld, denn je früher du das machst, desto günstiger ist das und zwar ein Leben lang. Das heißt, das macht schon einen Unterschied, ob du das 2, 3 Jahre früher oder später machst. Das heißt, du profitierst ein Leben lang vom günstigen Beitrag und das ist der viel wichtigere Grund. In der Polizeiausbildung machst du unglaublich viel Sport und es ist ganz normal, dass du da auch mal eine Sportverletzung hast, mal blöd aufs Knie gefallen, mal dies gehabt und du musst ja sowieso alles dem Polizeiarzt erklären, da bist du ja verpflichtet und da ist es ziemlich schwierig, am Ende der Ausbildung noch eine Dienstunfähigkeitsversicherung zu bekommen, zumindest dann nicht, wenn du sie ohne Ausschlüsse haben möchtest, denn wenn du da mal in der Polizeiausbildung beispielsweise aufs Knie gefallen bist, dann weißt du, du wirst in Zukunft dein Knie nicht mehr versichert bekommen im Rahmen der Dienstunfähigkeitsversicherung. Und wenn du das gleich am Anfang gemacht hast, wo noch alles okay war, dann hast du dein Leben lang auch dein Knie mit abgesichert. Deswegen, je früher, desto besser.
Als drittes habe ich dir einen kleinen Paragraphen mitgebracht, nämlich das Bürgerliche Gesetzbuch. Da finden wir im Paragraph 823 folgenden Absatz zum Thema Schadensersatzpflicht. Denn wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder das Eigentum, das ist vor allem wichtig, fahrlässig und das Eigentum, eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zu Schadensersatz verpflichtet, also den entstandenen Schaden zu ersetzen. Mit anderen Worten, wenn du irgendwas kaputt machst, jetzt mal egal ob im Dienst oder privat, dann musst du dafür haften. Deswegen Thema Haftpflicht ist natürlich für jeden Menschen unglaublich wichtig. Privathaftpflicht ist eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt, aber als Polizist hier auch insbesondere im Dienstlichen. Denn dein Dienstherr, der wird, wenn du da irgendwie grob fahrlässig gehandelt hast, dich auch in Regress nehmen wollen. Das heißt, der Dienstherr zahlt zwar in erster Linie, kann dann aber auch sagen, du pass auf, Polizist, ich möchte die Kohle wieder von dir haben. Das heißt, sowohl im Dienstlichen als auch im privaten Bereich bist du zu Schadensersatz verpflichtet. Und hier ist es wichtig, dass du eben darauf achtest, dass du wirklich eine Privathaftpflicht hast. Denn in den meisten Fällen hast du als Anwärter noch Versicherungsschutz über deine Eltern. Es kann aber sein, habe ich schon mehrmals erlebt, glaub's mir, dass man denkt, man hat den Schutz über seine Eltern, aber die Eltern haben gar keine. Alles schon passiert. Oder dass man nicht mehr im Schutz drin ist, weil man zum Beispiel schon eine Ausbildung gemacht hat und man dachte, man ist noch da mit drin, aber ist tatsächlich gar nicht mehr mit drin. Deswegen unbedingt überprüfen. Privathaftpflicht kann gut sein, dass du bei den Eltern drin bist, aber prüf es nochmal. Und für die Diensthaftpflicht, da empfiehlt es sich, in die Gewerkschaft beizutreten, denn insbesondere als Polizeianwärter macht es natürlich nicht nur aufgrund der Geschenke Sinn, in die Polizeigewerkschaft einzutreten. Da hast du auch eine Diensthaftpflicht. Das heißt, das musst du nicht unbedingt privat abschließen. Insbesondere, wenn du vielleicht einen Berater hast, der sich nicht mit Polizisten auskennt, wird er dir eine Diensthaftpflicht verkaufen, was allerdings unnötig ist, wenn du in der Gewerkschaft bist. Das heißt, long story short, prüfe, ob du wirklich eine Privathaftpflicht hast und achte im dienstlichen Bereich, dass du eine Diensthaftpflicht hast, in der Regel über die Gewerkschaft, und wenn du es nicht hast, dass du es privat absicherst. Was jetzt auch wichtige Themen für dich als Anwärter sind, ist das Thema Zähne. Hier hat man oftmals einen sehr geringen Schutz von Seiten des Dienstherrn. Das Thema Ausland spielt eine wichtige Rolle. Das Thema Rechtsschutz, denn hier hast du auch von Seiten der Gewerkschaft nur einen eingeschränkten Schutz. Und auch das Thema Unfall ist wichtig, denn auch hier hast du zwar von Seiten der Gewerkschaft was, aber glaub mir, das ist wirklich verschwindend gering. Deshalb solltest du dir mindestens diese 4 Punkte und noch ein paar weitere anschauen. Da schon, wie gesagt, haben wir eine kostenlose PDF-Checkliste gemacht, wo all diese Punkte drin sind. Und du kannst dir natürlich auch eine kostenlose Beratung buchen, denn darauf haben wir uns spezialisiert, auf Polizisten, insbesondere für den Polizeistaat. Deswegen melde dich gerne, wenn du bei dem Thema Hilfe möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen, dein Finanzkorb Kai Buczynski.